Nicht jede Kommune muss das Rad neu erfinden. Für die ersten Ladesäulen, die sie aufbauen. Und die Idee ist einfach, dass die Erkenntnisse, die wir haben, wir schreiben die übrigens nicht alleine, sondern es sind namhafte Partner dabei, dass die Ideen, die wir haben, die Erfahrung, die wir haben, in die DIN-Spezifikation kommen und alle davon profitieren. Okay, wollen wir das mal an einem Beispiel machen? Wir haben draußen uns ja einen tollen Standort Genau. ausgesucht und wie läuft das jetzt praktisch ab? Ja, genau. Du hattest mich ja draußen gefragt, wie finde ich jetzt überhaupt den Standort? Ich würde also noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen. Wir sehen hier hinter dir, sehen wir eine Berlin-Karte. Vielleicht kann man das noch gar nicht so richtig erkennen. Ja. Also, wir nennen das Digitalatlas. Wir können mal reinschauen in die sogenannten soziodemografischen Faktoren und können uns mal einschauen, wo jetzt im Falle Berlin, wie viel PKW je 1000 Einwohner sind. Jetzt kann man hier drüber gehen und sieht, ah Mensch, hier im Südwesten ungefähr 400, in Mitte sind es nur 255 PKW, also normale PKW pro 1000 Einwohner. Also in den Randbezirken mehr Autos Ja. als in der Innenstadt pro Einwohner. So, keine überraschende Erkenntnis. So, jetzt haben wir hier mal das sogenannte Potenzial für Elektromobilität errechnet aus Dutzenden soziodemografischen Faktoren, also Einkommen, Altersstruktur, Bevölkerungsdichte, Wohnart. Wohnart, alles Ja. sozusagen kommt zusammen. Das ist unser Geheimnis, wie wir das Das berechnet ist euer haben. Google-Algorithmus. Das ist unser kleiner Localizer-Algorithmus, genau. Und dann sieht man hier erst einmal einen dimensionslosen Faktor, der geht von 0 bis 100%. Ja. Und je dunkelgrüner er ist, desto höher ist das Potenzial für E-Mobilität. So, da sieht man jetzt erstmal die Karte. Da kann man sich auch erstmal ein Gefühl oder ja, so ein Bauchgefühl kann man davon bekommen. Und im Hintergrund arbeiten wir mit diesen Daten weiter, um noch andere Analysen zu machen. Komme ich gleich nochmal zu. Ah, Wie ein und ist der Anteil zweifällig. der Ein- und Zweifamilienhäuser? Da fragt man sich, wieso brauche ich das Wissen, wenn ich Ladeinfrastruktur plane? Na klar, wenn ich eine hohe Quote habe an Ein- und Zweifamilienhäusern, man kann mal in die Randbezirke gucken, da ist man schnell mal bei 70, 80 Prozent Ein- und Zweifamilienhausquote. Da brauchen wir einfach weniger öffentliche Ladeinfrastruktur, weil es vielleicht Parkinfrastrukturen gibt, die die Bürgerinnen und Bürger selber installieren können. Aber Mieter gibt es da trotzdem. Mieter gibt es da trotzdem, genau, die darf man nicht vergessen. Genau. Deswegen gibt es hier auch die nächsten Daten, Bevölkerungsdichte. Da können wir jetzt mal langsam reinzoomen. Und vielleicht noch mal ganz Ja. kurz, Thema Einfamilienhaus. Klingt immer so, ja, du hast ein Einfamilienhaus, das ist gar kein Problem, dann kannst du da laden. Ich kenne genug Leute, die haben Einfamilienhaus, die haben ihren Parkplatz, wie wir es draußen gesehen haben, hinter dem Genau. Bürgersteig, hinter dem Radweg, hinter den Grünstreifen, die sagen, ich kann ja nicht ein Kabel rüberlegen. Also Einfamilienhaus ist nicht immer gleich, ich habe die Ladestation vor der Tür. Genau. Okay. So, und jetzt sehen wir hier den Layer Bevölkerungsdichte. Also je kräftiger die Farbe, desto höher die Bevölkerungsdichte. Hier mal 600 Einwohner pro Hektar. Wir sind hier gerade in Friedrichshain für die Berlinerinnen und Berliner, die sich hier auskennen. So, das waren die soziodemografischen Faktoren. Und natürlich ist es auch wichtig zu wissen, wie denn der Verkehr fließt. So, hier sieht man hier rote Linien. Wenn man weiter ranzoomt, sieht man hier die Fahrzeuge pro Tag, die auf so einer Straße fahren. Also hier sind wir jetzt gerade mal an der Spree. 30.000 Fahrzeuge fahren dort jeden Tag lang. Über die Elsenbrücke 46.000 Fahrzeuge. Warum brauchen wir das? Wenn wir Schnellladeinfrastruktur auslegen, dann müssen wir natürlich die Verkehrsflüsse uns anschauen und dann die passenden POIs finden, die an solchen Superverkehrsachsen sind. Weil POI, Point of Interest, ganz könnte zum genau Beispiel sein. ein Supermarkt, eine Tankstelle. Genau. So, dann gehen wir nochmal rein in den Verkehr und jetzt kommt eine Spezialität von uns. Wir haben hier mal ausgerechnet, wie viel E-Fahrzeuge es in der Zukunft geben wird, höchstwahrscheinlich. Wir können hier unten auf diesem Zeitbalken mal in die Zukunft zoomen. Ich gehe jetzt mal ins Jahr 2028, ich zoome mal ein Stückchen raus und dann sehen wir die einzelnen Planungsräume und sehen hier, wie viele E-Fahrzeuge zugelassen sein werden in diesen einzelnen Planungsräumen. Ich kann mal noch weiter rausgehen. Wir haben das also für ganz Berlin.
So, und da sieht man große Unterschiede. Natürlich hier Grunewald, da gibt es nicht, gibt's, nicht viele Einwohner, die ein Fahrzeug zulassen können, aber es gibt auch so Hotspots wie hier im Norden, wo einfach mal 2000 E-Fahrzeuge in so einem Planungsraum zugelassen sein werden. Ich gehe mal weiter hier kurz durch. Ist natürlich wichtig zu wissen, wie viel Ladeinfrastruktur denn schon da ist im öffentlichen und halböffentlichen Bereich. Das sind jetzt hier die unterschiedlichen Farben. Wir können uns das auch flächig anzeigen lassen. Ich kann mich erinnern, vor 5 Jahren, glaube ich, haben wir uns mal das Bundesland Brandenburg angeschaut, haben das analysiert. Das ging schnell, da war nichts. Ja, ein bisschen was war schon gewesen, aber die eine Quelle hat gesagt, es gibt 50 öffentliche Ladepunkte, die andere Quelle hat gesagt, es gibt 500 öffentliche Ladepunkte. So, und die Wirklichkeit lag irgendwo dazwischen, aber es ist tatsächlich nicht einfach, den Bestand an Ladeinfrastruktur gut zu erfassen. So, ganz wichtig, Parkplätze. So, für ganz Berlin haben wir hier die Parkplätze erfasst, wobei man sagen muss, es sind nicht die Laternenparker, die draußen stehen, weil es heißt, man kann überall da parken, wo es nicht verboten ist. Und dann ist eine Zählung natürlich sehr, sehr schwer. Also es gibt tatsächlich keinen flächendeckenden öffentlichen Datensatz dazu. Aber die, die ausgewiesen sind, die haben wir halt. Wir haben auch die Tiefgaragen, das sind dann die Grünen hier. Auch ganz wichtig, wo wird Parkraumbewirtschaftung stattfinden? Wo gibt es Aufgrabeverbote? Also wo kann ich gerade gar nicht buddeln? Ja. Kann ich mir das schenken? Zumindest für den Zeitraum, wo das Aufgrabeverbot besteht. Und ganz wichtig ist auch, wo stehen Bäume? Wir haben hier einen Baumdatensatz. Also jeder Baum, der an Verkehrsstraßen steht, ist hier kartiert. Wir wissen ja, wir dürfen nicht unter Baumkronen arbeiten oder aufstellen. Und natürlich haben wir auch die Beleuchtung, hier die gelben Punkte. Auch da haben wir jede Straßenlaterne erfasst. Wenn du jetzt der Planer bist, der im Büro sitzt, dann kannst du sozusagen mit diesem Datensatz schon mal ziemlich gut arbeiten und weißt, wo Bäume sind, wo Laternen sind, wo du sozusagen diese Mindestabstände einhalten musst. Du weißt, wie der Hochlauf der E-Mobilität in den einzelnen Planungsräumen ist. Du weißt also, wenn du 50 Parkplätze hast, dann gehst du erstmal zu dem, wo sozusagen richtig Elektromobilitätsdampf drauf ist und klapperst erstmal die ab. Oder du beauftragst uns, und sagst, erstellt mir doch einfach so ein Ranking. Okay. Ich will gar nicht mit der Karte arbeiten, ich will einfach nur eine Liste haben. Also ich bin mega beeindruckt von dieser Datenbasis. Das ist ja Wahnsinn. Unfassbar. Ja, wir müssen... Unfassbar. Wahnsinn. Wir müssen ja... Oder man muss sich ja mal vor Augen führen, dass jetzt mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur Leute miteinander arbeiten müssen, die sozusagen in dem Tagesgeschäft die letzten Dekaden nicht zusammengearbeitet haben. So, und da ist ganz viel Abstimmungsarbeit nötig. Wir müssen vielleicht auch noch mal ein paar Organisationsprozesse umgedacht werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Kommunikationswege erstmal vereinheitlicht werden, Stichwort Dienstspezifikation. Und zum Zweiten, die Informationskanäle besser ineinander verzahnt werden. Und da zeige ich dir jetzt, gerne, wie es hier weitergeht. Blende das hier mal weg. Man sieht hier so gesprühte blaue Flächen und so viele Buckel da drin. Diese gesprühten Flächen sagen aus, dass es in diesen Bereichen viele Points of Interest gibt, also Supermärkte, Tankstellen oder Museen, was auch immer, wo man halt eine längere Verweildauer hat, die sich zum Laden lohnt. Und für diejenigen, die es gesehen haben, ich habe vorher 150 eingegeben. Also ich habe jetzt in der Zeit mal 150 öffentliche Ladepunkte für Charlottenburg-Wilmersdorf geplant. Das sind jetzt hier die hellblauen. So, und die sind jetzt hier sozusagen als Vorschlag schon mal drin. Diese grauen übrigens sind die, die es schon gibt. Die werden sozusagen berücksichtigt. Da gibt es welche von Innogy. Noch eine Energy. So, und die hellblauen hier, die sind sozusagen von unserem Algorithmus gefunden. Hier sieht man jetzt, dass diese auf Platz 7 steht. Also ich habe 150 quasi planen wollen und das ist die 7. beste Position. Also da würde ich dann schon mal anfangen zu planen. Und ich gehe jetzt einmal mit dem Rechtsklick da drauf, sage platziere Ladepunkt, dann ist sie lila geworden und dann kann ich sie hier verschieben. Und jetzt kann man noch sozusagen die ganzen Daten, die wir vorhin schon mal gezeigt haben, Parkplätze, die kann man alle jetzt noch mit einblenden. Und dann kann man sozusagen richtig am Rechner auf die Suche gehen nach Parkplätzen, wo man keine Bäume im Weg hat, wo man keine Laternen im Weg hat, wo vielleicht der Supermarkt gleich da ist oder die Bevölkerungsdichte hoch ist. Und so kann man am Rechner schon mal alles super vorplanen. Und der Ingenieur, der dann rausgeht und vor Ort die Begutachtung macht, womit wir eigentlich angefangen haben,
der muss dann nicht mehr 150 Standorte abklappern, sondern nur noch die 20 besten. Und da haben wir wieder Zeit gespart, das heißt wieder Geld gespart und im Endeffekt für den Endkunden geringere Stromkosten. Alles klar. Super. Oliver, ich wohne ja nun im Südwesten Berlins und es gibt bei mir in der Nähe einen Rewe-Markt in der Ladiusstraße. Da steht auch schon seit langer Zeit eine Ladestation. Wenn ich da mal einkaufe, dann kriege ich da nicht immer einen Ladeplatz, weil da lädt nie einer. Gut für dich? Ja, ist gut für mich, aber vielleicht nicht so schön für den Betreiber. Und Rewe hat sich vielleicht auch was anderes versprochen. Kannst du vielleicht uns in deinem Tool, mit eurem Tool mal zeigen, wie das Potenzial ist dort für diesen Standort? Okay. Ob es sich für Rewe lohnen würde, die Ladestationen weiter zu betreiben, vielleicht sogar auszubauen oder doch andere Standorte? Okay, also den Standort kenne ich jetzt nicht im Detail. Du kannst mich ja mal lenken, dass ich weiß, wo ich hin muss. Richtig, genau. Also wir müssen Richtung Südwesten Berlin. Genau, wenn du dort mal weiter jetzt reinzoomst, dann sehen wir dort Schönow, genau. Und wenn du noch ein bisschen näher rangehst, müsst du dann links davon... Okay, ein Supermarkt, hast du gesagt? Ja, ist ein Supermarkt, genau. So, Supermärkte gibt es hier drei, da oben ein. Ja, das ist sie auch, genau. Da der Rewe-Markt ist es, richtig, genau. Okay, dann gucken wir mal, welche Infrastruktur es denn schon gibt. Öffentliche Ladeinfrastruktur und halböffentliche. Und siehe da, da ist tatsächlich die Ladestation. Genau. Einmal 22, einmal 11 und einmal Schuko. Ja, stimmt gar nicht, sind zweimal Schuko, aber ist ja egal. Und 11 oder 22 kW? Es ist tatsächlich einmal 11 und einmal 22 kW. Okay, die alten, alten Mennekes-Säulen. So, ja. Dann noch zweimal Schuko. Ja, genau. Okay, und Vattenfalls Betreiber. Ja. Okay, gut, also das haben wir schon mal drin. Jetzt schauen wir mal an. Ich würde jetzt mal schauen, wie die Bevölkerung da überhaupt angesiedelt ist. Also wir waren ja vorhin in Friedrichshain, da haben wir Werte bis 600 Einwohner pro Quadratmeter gesehen. Jetzt sind wir hier unten. Pro Hektar? Pro Hektar, hast du gesagt. Einwohner pro Hektar. Pro Hektar. Genau, 600 Einwohner pro Hektar. Jetzt haben wir hier Maximalwerte von 225 Einwohner pro Hektar. Also erstmal ist es dünner besiedelt. Wir können uns hier auch nochmal die Satellitenkarten anschauen und ein bisschen weiter reinzoomen. Und wir sehen schon, das ist sozusagen kleine Bebauung hier. Ne? Ja, wobei, also nördlich von dem Rewe-Markt, das sind überwiegend Geschossbauten. Da genau, kann man da sehen wir das jetzt. Genau, da oben kann man das gut sehen. Da rechts sind die Einfamilienhäuser, genau. Okay, gut. Aber grundsätzlich nicht so dicht besiedelt wie jetzt in der Innenstadt. So, das war die Bevölkerungsdichte. Dann würde ich mir jetzt instinktiv einfach mal anschauen, wie sich der die Anzahl der E-Fahrzeuge in der Zukunft entwickeln wird. Wir gehen davon aus, dass in diesem Planungsraum, gucken wir uns den nochmal an, der ist ungefähr die Größe hier, in 2020 25 E-Fahrzeuge da sein werden. Wir können jetzt mal hier in die Zukunft drehen, sagen wir mal 2025. Da werden es im Raum schon 184 sein. Also es spricht einiges dafür, dass sie deutlich stärker ausgelastet sein wird. Ja, also mehr als verfünffacht, Genau, wir haben aber auch gesehen, es gibt Einfamilienhäuser, müssen wir schauen, die würden wahrscheinlich zu Hause laden. Muss man jetzt da was bezahlen? Ja, okay. Klar. In-Charge-Ladekarte. So, also hier oben ist der Rewe-Markt, da ist die Ladesäule. Wir sehen, die Straße ist mit 15.000 bis 16.000 Fahrzeugen gefüttert. Hier drüben ist eine Straße mit 18.000 Fahrzeugen. Genau, das ist also der Teltower Damm-Görzallee für alle, die da unten in der Ecke wohnen. Genau, und wir sehen, dass wir ein ganzes Stück weg sind von der Straße und wir sehen, dass es hier unten noch weitere Supermärkte gibt. Also wäre ich E-Fahrzeugnutzer, dann würde ich doch eher den Weg nehmen. Ich blende nochmal den Satelliten ein und nehme den Hochlauf weg. Und dann sieht man eigentlich, dass der Parkplatz direkt an dieser stark befahrenen Straße ist. Ja. Direkt dran, ja. Man also ich glaube, die drei Supermärkte hätten kein schlechtes Potenzial. Ja, okay. Und die Parkplätze sind auch groß genug. Da gibt es keine Konkurrenz. Und wenn jetzt die Ladestation an diesem Rewe-Markt noch nicht bestehen würde und der Betreiber würde auf euch zukommen, würdet ihr ihm abraten, wenn ihr das so jetzt mal so eine Schnellbeurteilung, oder würdet ihr sagen, ja, kann man machen, aber du musst rechnen, dass es nicht so stark frequentiert wird? So ehrlich wären wir. Man muss aber auch sagen, dass selten ein einzelner Standort angefragt wird, sondern sagen ein bunter Strauß von Standorten und wir dann ein Ranking erstellen und sage, fang lieber da an und bei dem anderen kannst du dir noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, und vielleicht als allerletzte
Ja, ist mir jetzt gerade noch so eingefallen, als allerletzten Punkt, dann habe ich dich mehr als genug in deine Zeit gestohlen, du sollst ja Ladestationen planen. wie beurteilst du jetzt mal so aus deiner Sicht im Moment so die Situation Berlin-Brandenburg-Ladeinfrastruktur? Kann man schon, ist da irgendwie Land in Sicht oder stehen wir irgendwo wirklich erst ganz am Anfang? Deine Einschätzung? Meine persönliche Einschätzung. Jetzt kommt deine Einschätzung. Wir haben richtig aufgeholt. Ja. Also wir haben fürs Land Brandenburg vor, glaube ich, 2-3 Jahren eine Analyse gemacht. Da sind wir nach BDIW bei ungefähr 50-60 öffentlichen Ladepunkten gestartet. Das waren tatsächlich mehr, aber waren in dem Bundesland-Ranking eher in den hinteren Positionen. Wir haben dann über eine längere Zeit mit dem Ministerium für Wirtschaft und Energie zusammengearbeitet, haben sie dabei beraten, haben Studien gemacht, haben die Bevölkerung auch eingebunden. Und das Ministerium hat einen Fördercall aufgesetzt, einen Landesfördercall für Ladeinfrastruktur. Und wir haben empfohlen, bis 2020, ich glaube, mindestens 300 öffentliche Ladepunkte aufzubauen. Und wenn wir jetzt den Bestand nehmen und die beantragten Ladesäulen hinzurechnen, die jetzt sozusagen gerade in der Beantragung sind, dann kommen wir auf diese mindestens 300 öffentlichen Ladepunkte. Also Brandenburg hat da sozusagen wahnsinnig aufgeholt. In Berlin ist die Situation ja anders. Die sind ja mit dem Berliner Modell schon viel, viel früher gestartet. Ich glaube, die sind da auch ganz gut im Plan. Die werden noch ein bisschen was aufstocken. Dazu kommt ja auch noch das Projekt Saubere Luft. Da werden ja noch mal ein paar Laternenlader aufgestellt, in Summe bis zu 1600. Genau. Und dann sind wir in diesem Verhältnis Fahrzeuge zu Ladeinfrastruktur ganz gut aufgestellt. Die spannende Frage wird dann sein, wenn der Massenhochlauf der Fahrzeuge losgeht und wenn man mal die Ankündigung der Fahrzeughersteller auf die Minute runterrechnet, dann werden E-Fahrzeuge im Minutentakt vom Fließband fallen. Dann ist die spannende Frage, werden die erneuerbaren Energien und wird die Ladeinfrastruktur da mithalten können? Theoretisch müssten wir dann auch im Minutentakt oder vielleicht ein bisschen langsamer können wir schon sein, sozusagen Energiebereitstellung und Ladeinfrastruktur mit aufbauen. Und das wird die spannende Frage sein. Noch ist das Verhältnis ganz gut. Ganz gut. Ja, ich habe mal was gehört von wegen, wenn man die EU-Vorgaben einhalten will, müsste man im Moment jetzt schon über 100 Ladestationen pro Tag eröffnen in Deutschland. Da sind wir von noch ein bisschen von entfernt. Ja, das kann man ganz einfach ausrechnen. Ja. Im Koalitionsvertrag steht drin, 100.000 Ladepunkte bis 2020 müssen wir aufgebaut haben. Jetzt haben wir gut 20.000. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit, um 80.000 aufzubauen. Und dann kommt man auf solche... Die Mathematik kann jetzt jeder sehen. Sehr, sehr hohen Zahlen. Ja, Oliver, danke für deine Zeit. Ich glaube, das war für alle wirklich interessant. Alle, die jetzt noch beim Video zugucken, die sind wirklich hochinteressiert an diesem Thema. Sicherlich ein Video, was ich nicht Tausende angucken, sondern wenige oder weniger, aber dafür nicht weniger interessiert. Ich fand es unheimlich spannend. Ich bedanke mich dafür, dass wir bei dir den Einblick haben konnten. Ich hoffe natürlich auch, dass das Video euch einen Push gibt, dass jetzt ganz viele bei euch anrufen, von Supermarktketten über Städte und Gemeinden, die sich jetzt von dir, von euch beraten lassen wollen. Das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen Zweck dieser Sache, aber Geld haben wir dafür nicht bekommen, können wir beide ganz klar sagen. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, das freut uns umso mehr. Es wäre natürlich super, wenn ihr ein Abo hinterlasst. Ihr wisst, je mehr Abos wir kriegen, desto mehr kriegen wir solche Interviewpartner. Das klappt nicht, wenn wir nicht diese ganzen Abos hätten. In dem Sinne, ganz herzlichen Dank, euch alles Gute, Julian, und euch bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.